Moin moin meine lieben Zuschauer und willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einer weiteren Folge Zelda. In der letzten Folge haben wir den Dungeon besiegt, beziehungsweise bezwungen. Und jetzt haben wir hier ja die zweite Platte reingesteckt. Und ja, gucken wir mal, was sich getan hat. Müsste sich ja ein zweiter Weg runter zur Erde hat sich aufgemacht. Und den werden wir definitiv auch aufsuchen. So, rauslaufen. Steht jemand? Hey! Nein, was ist denn? Cookie, meine Cookie, wo bist du nur? Ach, wo ist meine kleine Cookie denn bloß? Oh nein, was mache ich denn nur, wenn man sie entführt hat? Oh, du bist es, Shansen. Wie gut, dass ich dich treffe. Wer ist denn Cookie? Sie ist meine Tochter, ein kleines, süßes Mädchen von 5 Jahren. Ich bitte dich, Shansen, wärst du nach meiner Tochter suchen? Ich bin schon ganz verzweifelt. Einige hier im Dorf haben gesagt, sie hätten Cookie gesehen, zusammen mit einer sehr finsteren Gestalt. Es gibt sogar Leute, die behaupten, es wäre ein fürchterlicher Dämon. Ich meine, also meine liebe kleine Cookie ist verschleppt worden. Da bin ich ganz sicher. Bitte finde meine kleine Cookie. Ich bin sicher, sie hat furchtbare Angst. Klar mache ich das. Vielen Dank, ich wusste, dass du auf die Schüler der Ritterschule Verlass ist. Ich zähle auf dich. Hey! Okay, hey, dann lass ihn mal suchen. So, wo wir genau anfangen, weiß ich nicht. Sie haben gesagt, Dämon, lass uns doch einfach mit allen Leuten mal reden. Vielleicht wissen die was. Hallo, Shansen. Weißt du denn schon, wo unser Zelda ist? Oh, ich verstehe. Nun, dann streng dich an. Da fällt mir ein. Ich habe eben Cookies Mutter hoch zum Tempel laufen sehen. Was sie wohl dort macht? Hä? Was sagst du? Die kleine Cookie ist verschwunden? Wie schrecklich. Ich mache mich sofort auf die Suche. Du solltest auch ein paar Leute fragen, ob sie vielleicht Cookie gesehen haben. Das machen wir. Gucken wir erstmal draußen nach, bevor wir irgendwo reingehen. Da sind hier noch mehr Leute, die was darüber wissen. Links laufen hier. Also, gucken, ob hier irgendwo Menschen sind. Da hinten steht noch jemand. Fangen wir da mal nach. Ups. Das ist ja nicht so viel los hier im Dorf. Also so viele Menschen können wir ja nicht fragen. Ja, hast du was gesehen? Hallo. Galea, hast du das gehört? Ein kleines Mädchen ist verschwunden, als es beim Friedhof gespielt hat. Oh, beim Friedhof. Wie kann denn in solch einem kleinen Dorf ein Kind verschwinden? Eine Tragödie. Du sagst es. Es könnte sein, dass sie von einem Dämon verschleppt wurde. Kann doch nicht möglich sein. Ah. Da fällt mir etwas ein. In der Nähe des Wolkenhorts lebt ein alter Mann, der oft von Dämonen erzählt. Er redet ständig wie das Zeug, deshalb hat ihm bis jetzt niemand so recht geglaubt. Wo der alte Mann jetzt ist? Ich glaube, er ist in der Kürbisbar. Östlich des Wolkenhorts sitzt da und dort Pfeilzutusche schlagen. Aber du musst mit deinem Wolkenvogel hinfliegen, vergiss das nicht. Okay, wo kann ich hier irgendwo runterspringen? Dann machen wir es sofort. Das wird wohl der Friedhof sein hier. Perfekt. So, dann machen wir auf der Karte nachgucken gleich, wo das ist. Eine Karte hier. Ist das Rote da? Was ist das? Zoomen wir mal rein. Zoom mal ran. Wer bist denn du, verdammt? Okay, dann fliegen wir da mal hin. Das war ungefähr der Weg, ne? Oh, wir fliegen in die falsche Richtung. Cool, dass man auch hier unter durchfliegen kann, dann kann man ja auch irgendwie, guck mal da, da gibt es ja auch so kleine, da gibt es auch kleine Wege, da müssen wir mal erforschen, wie wir da hinkommen. Was ist das denn da, ein Turbo? Da fliegen wir so rein. Ah, da ist er, Mist. Falsch. Ah, wir sind auch gleich da, okay. Nee, da ist das Loch. Wo ist denn die Kürbisbar? Kann man sagen die einen das auch, wo die ist? Wald von Firone. Wo mag denn diese Kürbisbar sein? Das ist ja nur der Tunnel, fällt mir auf. Da? Ach, Inselnamen anzeigen. Okay, das ist vielleicht nicht so einfach zu finden. Da sind wir abgesprungen, ja. Ist die Kürbisbar vielleicht? Wir müssen aber zurückfliegen. Hui!
glaube, die könnten sich höher fahren. Ja, nur die Richtung sein, irgendwie. Das weiß ich ja gar nicht, wo sein könnte. Also ich, wo sind wir jetzt? Mal so. Da. Also ich würde sagen, wir fliegen jetzt einfach hier hin. Ich kann zwar nicht sehen, was es ist, aber lass uns die mal entdecken. Und danach das Ding da. Ne, würde ich sagen. Hier rüber, ne? Ja. Okay. Gut. Muss es ja sein, irgendwie in die Richtung. Ja, ging auf jeden richtig. Wind. Du hast schon Gold von dem, beziehungsweise. Ja, das sieht gut aus. Gut. Und jetzt? Okay, das sieht aus wie ein Kürbis. Das wird wahrscheinlich auch die Kürbisbar sein. Okay, gehen wir da mal rein. Hallöchen, ist das die Kürbisbar? Ist hier ein alter Mann für mich, der Bock hat, mir Informationen zu geben. Oh, guck mal da oben. Schön. Dann ist mir das Herzteil nochmal zeigt. Ich würde es gerne haben. Oh, warte mal. Kann man da hochkommen? Wer ist er denn? Hey, Schanzen. Ich hätte nicht gedacht, dich hier zu treffen. Du fragst dich sicher, was ich hier treibe. Ja. Bestimmt habe ich schon einmal erwähnt, ich liebe Insekten. Und genau deshalb bin ich hier, um Insekten für meine Sammlung zu fangen. Wenn du bereit ein Schmetterlingsnetz hast, kannst du gleich loslegen. Und falls du noch keins willst, kannst du dir in Teres Laden einkaufen. Wahrscheinlich dreht er gerade wieder seine Runden über den Wolkenhort. Komm mal da rüber. Okay. Gut, dann... Bauen wir jetzt mit den Leuten da unten an. Der mit den Punkten ist wahrscheinlich der alte Mann. Das Wolkenhort-Monster? Du glaubst mir doch, oder? Eigentlich ist es gar kein Monster, sondern ein Dämon. Und niemand überlebt die Begegnung mit ihm. Was? Du willst wissen, ob ich ihn schon mal gesehen habe? Ja. Ich habe ihn gesehen. Und ich kann auch nur davon berichten, weil ich die Beine in die Hand genommen habe und geflitzt bin. Jemand mit weniger Glück hätte mit Sicherheit ins Gras gebissen. Wie dem auch sei, ich habe dieses Biest mit eigenen Augen gesehen und lass mir nichts anderes erzählen. Ich lief also gerade in der Nähe des großen Baumes auf dem Friedhof, mitten in der Nacht. Der Dämon schlug auf den Grabstein beim großen Baum, welcher sofort hell aufleuchtete. Dann schob er den Grabstein zur Seite und plötzlich öffnete sich das Tor zum Schuppen. Der Dämon ging hinein und schloss mit einer für eine Bestie sehr unüblichen Eleganz die Tür hinter sich. Ich werde diesen Anblick meinen Lebtag nicht vergessen. Halte dich nachts vom Friedhof fern. Okay, wissen wir schon, was beim Friedhof ist? Hallo? Denkst du wirklich, dass jetzt der richtige Moment ist, um einfach hier zu sitzen? Obwohl, selbst du brauchst wohl manchmal eine kleine Auszeit, nicht wahr? Nur zu, dann lass die Seele eben ein wenig baumeln. Okay. Gut, dann müssen wir wieder zurück, ne? Gut, dann auf zum Friedhof. Aber wir wissen jetzt, das Dämon ist beim Friedhof und es zeigt sich nur nachts. Das heißt, wir müssen natürlich wieder nachts dahin. Ja. So. Also wir wissen, wo der Friedhof eine Aufnahme macht. Friedhof ist, müssen wir doch eigentlich nur wieder... Und wo sind wir abgesprungen letztes Mal? Hier hinten irgendwo? Da ist der Friedhof, da sind die Steine, also müssen wir da wieder hin. Da müssen wir hin. Ach, ich kann sogar echt eine Markierung machen. Perfekt, ist das denn? Kann ich, weiß jetzt auch, wie ihr heißt. Ah, jetzt sehe ich auch, wie die heißt. Okay, man muss es erst entdecken. Okay. Na, das ist ja auch gut gemacht, ne? Wenn ich erst entdecken muss, macht ja Sinn. Ich bin hier nämlich der Vogel so ein bisschen am Banjo und Kazooie. Ich weiß auch nicht warum. Er ist so lapprig. Das hat Peter noch da landen. Obwohl, wir müssen ja irgendwo schlafen, ne? Fällt mir gerade ein. So, müssen wir erstmal ins Bett vielleicht.
Und denn hier? Hier kann man ja irgendwo schlafen, der liegt ja im Bett. Hallöchen. Guck mal. Schlaf einfach bis nachts. Ist auch ziemlich cool eigentlich, wenn man überlegt, dass man ja, einfach mal so auf einem Bett schläft. Und wer ist die gute Dame hier? Fragen wir sie doch mal. Danke für die Gastwirtschaft. Ich sammle Antiquitäten, das ist mein Hobby. Viele der Gegenstände sind äußerst wertvoll. Pass hier auf, dass du nichts davon kaputt machst. Nein, ich bin doch schon aufs Bett gesprungen. So uncool fand es, glaube ich. So, jetzt zum Friedhof. War hier... Na, ist doch gut. Oh. Ah, Mann, Alter! Einfach Monster quälen. Okay. Der Grabstein beim Baum muss ja der hier sein. Ich kann den bewegen. Oh, geht. Passiert aber nichts. Oder? Kann ich den auch bewegen hier? War es der vielleicht? Oder? Nee. Der? Nee. Der vielleicht? Wo berühre ich jetzt einfach alle? Hä? Hä? Ah, boah. Guck mal hier. Okay, ist nichts passiert. Alter, ja, Zufall kann es ja nicht sein. Es muss ja dieser Friedhof hier sein. Was hauen das? Kann man den Grabstein hauen? Ah, guck mal, es leuchtet. Okay, und was bringt das? Ah, okay, warte mal. Warte mal, machen wir mal so. Pass mal auf. Ah, okay. Das war jetzt doch gar nicht so schwierig. So, hinein. Nein. Oh, du gesagt. Ist er hier unten irgendwo? Ach, guck mal, das haben wir doch gerade eben vom Dings aus gesehen. War witzig. Jetzt sind wir sogar hier gelandet. Oh, da schreit jemand. Hinein. Bin immer gespannt. Oh, oh. Oh. Sieht aber böse aus. Okay. Oh, Hilfe, nicht schlagen! Bitte verschone mich! Wie bitte? Ich mag furchteinflößend aussehen, aber ich bin kein Unhold. Lass mich dir zuerst etwas erklären. Mein Name ist Morsego und wie du ja sehen kannst, bin ich ein Dämon. Ich wohne hier im Wolkenhort. Aber ich tue keiner Seele etwas zuleide und Kindesentführung liegt mir fern. Im Gegenteil, dieses kleine Mädchen ist die Einzige, die keine Angst vor mir hat. Die Tatsache, dass sie mir mit ihr Zeit verbringt, ist wie ein Geschenk für mich. Ich wäre ja so gern mit den Menschen hier im Dorf befreundet, doch leider fürchten sich alle aufgrund meines dämonischen Aussehens vor mir. Da würde ich wirklich gerne mit den Menschen anfreunden. Aber ich fürchte, dass mein Aussehen sie immer wieder in die Flucht treiben wird. Es ist eine Tragödie. Obwohl, es gibt allerdings eine Legende, die man sich unter Dämonen erzählt. In ihr ist von den Juwelen der Güte die Rede, die man erhält, wenn man den Menschen eine Freude bereitet. Mit einer großen Anzahl dieser Juwelen der Güte soll es möglich sein, sich von einem Dämon in einen Menschen zu wandeln. Ich habe einen Entschluss gefasst, ich möchte ein Mensch werden. Junger Edelmann, ich habe das Gefühl, dass du ein Mann reinen Herzens voller Güte bist. Aus diesem Grund würde ich dich gerne bitten, für mich die Juwelen der Güte zu sammeln. Machen wir... Tatsächlich? Ich habe gehört, wenn man den Menschen hilft, ihr Problem zu lösen, erhält man diese Juwelen. Manchmal erscheinen sie auch an Orten, an denen sich viele Menschen versammeln, überall im Wolkenmeer. Auch der Wolkenhort ist ein solcher Ort. Oh, das reimt sich. Ich habe dich sehr, der du ein reines Herz hast, verzaubert, sodass du von nun an Juwelen der Güte sehen kannst. Der Zauber weckt jedoch nur nachts. Such die im Wolkenmeer verteilten Juwelen. Die Güte also steht in der Nacht. Ich werde dich selbstverständlich reich dafür belohnen. Das steht außer Frage. Okay. Ah, das Mädchen. Der Dämon-Onkel ist gar nicht böse. Er hat mich gerettet, als ich fast vor einer Klippe gefallen wäre. Nachts ist es draußen gefährlich, hat er gesagt. Deshalb warte ich, bis es hell ist. Dann gehe ich wieder zurück zu Mama und sage ihr, wo ich war.
Okay. Gut, ja, dann war's das wohl. Dann rennen wir mal zur Mutter. Müssen wieder warten, bis es hell wird. Sie fragt, wo die Mutter ist, ne? Na, werden wir schon finden. Okay. Dann gehen wir wieder ratzen. Und zwar wieder bei der Oma hier, oder? Komm einfach hin. Hallo? Ich lege mich nochmal schlafen eine Runde. Ist das okay? Ja, klar. Super. Yes. Ah, wie erfrischend. So, ich bin nochmal weg. Dankeschön. So, okay, jetzt ist natürlich. Vielleicht weißt du ja, wo die Mutter ist. Was sagst du? Du hast das Kind gefunden? Also wurde die Kleine doch nicht entführt, wie es scheint. Nun, wie auch immer, wichtig ist, dass niemand etwas geschehen ist. Gut gemacht, guter Schüler. Du musst mal überall reingehen. Ich weiß ja nicht, wo die wohnt. Die Mutti. Ist die Mutter? Nee. Oh, Schatten, du siehst richtig müde aus, aber ich verstehe das nur gut. Mir geht es auch immer so. Du bist uns jederzeit willkommen, falls du dich jetzt ausruhen möchtest. Okay. Danke. Da-da-da. Okay, jetzt müssen wir die Mutter finden. Das Gute ist ja, dass man alle Häuser hier einmal reingucken kann. Und dann erfährt man immer danach, wer da wohnt. Was natürlich sehr gut ist. Oder auch nicht. Wenn da keiner drin ist, fällt man sich auch nichts. Wenn ich mich jetzt umdrehe, dann erfahre ich Diomedas Haus. Okay. So erfährt man wirklich nach und nach, wer wo wohnt. Das ist natürlich ganz cool. Dann gehen wir mal hier mal rein. So. Da ist jemand. Wer ist das denn? Tahiba, mein Junge ist heute schon wieder voll Dreck und Öl nach Hause gekommen. Junge? Der Schmutzwink, der sich täglich in der Werkstatt der Kleidung schmutzig macht. Du kennst ihn doch. Ständig wägelt er bis später die Nacht an seinen Roboter rum. Wozu soll er das gut sein, diesen alten Schrott noch zu reparieren? Wer weiß, vielleicht baut er daraus ja diese achtarmigen Tentakelmonster aus. Breath of the Wild. Okay, jetzt wissen wir, wer da wohnt, wissen wir, wer da wohnt. Gucken wir mal hier drüben, ob die hier irgendwo. Was ist das, die Mutter da hinten? Nee, das ist nicht die Mutter. Okay. Das ist ein geiles Wolkenschiff da oben. Okay, hier mal rein. Schwierig. Da, die kenne ich doch. Oh, Schansen. Danke. Dank dir ist meine liebe Cookie gesund und munter nach Hause gekommen. Wie kann ich dir bloß danken? Jetzt kann ich endlich wieder ruhig schlafen. Ich danke dir für deine Güte. Aha. Du hast 5 Juwelen Güte erhalten. Ein Juwel beinhaltet menschliche Dankbarkeit in kristallisierter Form. Hilfst du einem Menschen, so erhältst du stets 5 Einheiten davon. Cool. Und die können wir jetzt dieses Monster da geben, ne? Hi. Hallo Schanden! Der Dämonogel sammelt ganz viel Dings da, der Güte oder sowas. Kann ich trotzdem wieder mit ihm spielen? Klar. So, bringen wir ihm das mal dahin, den Typen. Mal wieder. Gut. Wie kommen wir denn auf dieses Schiff da oben rauf? Das mache ich, ne? So, müssen wir vielleicht nochmal. Kann man ihn auch tagsüber besuchen oder nachts? Die Frage, ne? Ich guck mal ganz kurz, ob man den auch tagsüber besuchen kann. Ob das wirklich nur nachts vonstatten geht. Und dann können wir schon mal reingehen.
Hup. Denk mal, jetzt ist auch tagsüber da, oder? Morsegos Hütte steht drauf. Morsego, ist Morsego da? Hallo, Morsego! Oh, du hast wirklich viele Juwelen der Güte für mich gesammelt. Ich bin sehr glücklich. Nimm dies als meine Dankbarkeit. Was denn? Du hast die mittlere Geldbörse erhalten. Sie bietet etwas mehr Platz als deine alte Geldbörse. In ihr kannst du bis zu 500 Rubine aufbewahren. Okay, ich war noch gar nicht an der Grenze von meinen jetzigen, aber das ist schon mal gut. Super, also suchen wir noch mehr von diesen Güte-Dingern. Müssen wir nicht jetzt machen unbedingt. Aber das können wir noch machen. So, jetzt können wir auf jeden Fall mal... ich wollte nämlich mein Schild mal stärker machen. Das müsste ich auch können. Ich habe doch eigentlich alles gesammelt dafür. Glaube ich. Mal gucken. Das können wir mal machen kurz. Wir gehen mal kurz zum Bazar und machen das mal. So. Das probieren wir wirklich mal aus. Der Bazar war einfach da oben, ne? Ja. Man gewöhnt sich an den Grafikstil. Ich meine, das ist kein Highlight. Ich habe das Spiel mal auf dem... also im Handheld-Modus gespielt. Und da muss ich sagen... Das sieht vollkommen okay aus, also kann man nicht anders sagen. Nicht jeder ist dieser Aquarell-Look, ne, aber egal. So. Da ist der Handwerker, fangen wir ihn nochmal. Oh ja. Hi, willkommen in der Werkstatt, ich kann hier deine Items verbessern. Items verbessern. Kannst du das verbessern? Nicht? Kannst du das nippelhart machen? Jawohl, aber vergiss nicht, eine Verbesserung kann nicht mehr rückgängig gemacht werden. Kein Problem. Okay. Alles klar, dann lege ich mal los. Los, mach. Na, da weckelt er ordentlich. So, ich bin fertig. Hier, das gehört dir. Es ist immer noch hinten. Noch leicht zu handhaben, hält aber mehr aus als sein Vorgänger. Super. Kann das auch machen? Brauchen wir dafür? Okay, da brauchen wir den Fensterhalbmond und so. Okay. Gut. Super. Der verkauft mir eh nichts, oder? Ah, ich unterliege, wie sitzt keine Bombentasche? Okay, warum ist eine Bombentasche? Was ist das hier? Geht das also für eine kleine Dekotasche? Wenn ihr diese Item in eurer Tasche habt, könnt ihr 10 Dekokerne mehr tragen. Gekauft! Perfekt. Ah, vielen Dank, werter Herr! Was hat er denn da drüben für ein cooles Schild? Das hab ich gar nicht gesehen. Ihr interessiert euch also für ein Eisenschild? Dieses Schild ist noch robuster als die Wand aus Holz. Als lodendes Feuer kann diese Praxis hier nichts anhaben. Einzig vor Elektroangriffen solltet ihr euch in Acht nehmen. Macht 100 Rubine. Haben wir noch nicht. Aber vielleicht kaufen wir das irgendwann. Okay. Gut. Jetzt werden wir aber erstmal rauseiern. Und uns direkt auf den Weg machen in das neue Gebiet. Oder? Das können wir direkt machen. Was? Das ist eine Kiste. Kann ich da rüber? Oh Mist. Kann man da noch hin? Schnell. Was ist die Kiste da? Nein, kann ich jetzt nicht sehen. Kann man da raufspringen vielleicht? Na egal. So, wir fliegen jetzt mal zu dem anderen Loch, das da hinten. Denn da waren wir ja noch nicht. Das Fliegen macht schon Spaß, muss ich sagen. Kriegt dich nicht so gut im Starwing? Nein, nein. Gut. Na komm. Okay, hier ist ein Eisenschild natürlich Wunder getan, wenn ich gerade sehe, dass unten Feuer ist. Hm, naja. Beim nächsten Mal. So.
Gebieter, ich habe dir was zu berichten. Dieser Ort ist der Vulkan Eldin, ein noch sehr aktiver Vulkan. Okay. Sieht gut aus. Vulkan Eldin. Der Gebiet besteht zu 65% aus Lava und ist voller Kreaturen, die sich an das Feuer gewöhnt haben. Ich empfehle, auf Gegenstände aus Holz sowie deine Kleidung besonders Acht zu geben. Okay, scheiße. Das Ding ist wahrscheinlich schnell kaputt. Falls du in Brand gerätst, wird eine Rolle oder eine Wirbelattacke das Feuer vermutlich löschen. Okay. Gut. Ganz so kleines Gebiet. Danke, bevor wir mit dir reden, speichern wir erstmal. Okay. Gut. Ich wegmachen die Dinger, ne? So. Halt, halt, halt! Ich lasse nicht zu, dass unser Revier hier verwüstet. Moment, hey Ferry, der sieht nicht so aus, als würde er zu den roten Kerlen gehören, oder? Ja, kann schon sein, aber er muss uns erschrecken. Nichts für gut, aber in letzter Zeit treiben sich unsere Revier ganz schön viele ungebetene Gäste herum. Deswegen liegen wir auch im Hinterhalt, um es den Kerlen mal ordentlich zu zeigen. Gerade hast du noch vor Angst gezittert. Wenn du hier auch noch Schätzen suchst, nimm dich auf jeden Fall vor den roten Kerlen in Acht. Danke. Geh erstmal hier links. Wollen wir schon flink sein, immer? Schauen wir mal. Was kann man denn hier machen? Achso. Ah, okay, ein paar Diamanten. Die kann man immer gebrauchen. Nein! Oh, das war ja dumm. Ist die Frage, wie ich hier zurückkomme gerade, ne? Muss ich warten, bis die Lava hochgeht? Wahrscheinlich. Achso, okay. Ja, ich hab's verstanden, Muss warten, bis es ein bisschen mal runtergeht und wieder hochgeht. Okay. Kann ich denn drauf stehen? Also versinkt er nicht, okay. Gut, also jetzt warten. Da muss man erstmal wissen, ne? Das ist cool gemacht. Dann sind wir gleich ein hier das Herz. Können wir gut gebrauchen. Wieso noch einer von denen? Quarz. Dich habe ich hier noch nie gesehen. Gehörst du zu diesen Kreaturen? Nein. Du siehst doch anders aus. Ja, du siehst eindeutig anders aus. Genau. Hier in der Gegend findest du besonders starke Templare. Hier wachsen so viele. Nimm dir einfach so viele, wie du willst. Weißt du schon, aber wenn du dich drücken von A hochhebst, sind sie nach kurzer Zeit. Du kannst sie wie Krüge werfen oder rollen. Probier's aus. Kann es sein, dass du nicht weißt, wie man etwas rollt? Nö. Sag mal. Wie, du weißt? Naja, zum Glück. Wenn du eine Donnerblume hast, dann halte sie nach oben. Eine Linie zeigt dir genau an, wo die Donnerblume landen würde. Also brauchst du nur noch dein Ziel anzuvisieren und zu werfen. Die Donnerlinie erscheint aber auch, wenn du die Donnerblume nach unten hältst. Dann kannst du deinen Gegner elegant entgegenrollen. Wirfst du sie, erreichst du auch höhere gelegene Stellen. Rollst du sie, erreichst du weit entfernt und enge Stellen. Das ist sehr praktisch. Okay. Pass auf, wir testen es mal.
Ich wollte sie werfen, aber es war schon zu spät. War doch gut. So, gibt es noch mehr Stellen, die man bewerfen kann? Ich weiß nicht, warte mal. Das reicht, oder? Oh. Kann ich auch so wegbomben, das Ding? Ah, perfekt. Da gibt es noch mehr, was man weg. Da kann ich rollen? Ah, pass auf. Wie eine Bowlingkugel. Ja, doch nicht. Ah, das sah cool aus. Warte mal. Ich kann da reinkommen, oder nicht? Ach, guck das an. Haben wir gut? Ich will sofort was rauskommen. Ja, okay. Dann habe ich das verstanden. Und da oben kann ich sogar noch eine Bombe werfen, um einen Eingang frei zu machen. Wahrscheinlich eine Abkürzung. Mal. Okay. Ist hier irgendwas drin, was wir gebrauchen können? Kann man reingehen. Ah, okay. Das ist ein Musikinstrument, das darf ich nicht kaputt machen. Gehen wir da drüben in die Höhle rein. Gibt da irgendwas, was wir mal gesehen haben? Ein Marienkäfer. Oh, was ist das? Ach, das ist nur... Oh, habe ich den leider zerstört. Okay, gut, dann gehen wir erstmal diesen bombardierten Weg. Weil da war ja keiner, weil nur das Gegner. Ja, genau. Okay, die werden hier längs. Ja. Guck mal, und hier ist schon wieder eine Speicherstelle. Perfekt für uns. Machen wir. Immer speichern. Wahrscheinlich sollte man mehrere Speicherstände haben, damit man nicht irgendwas auf einmal löscht aus Versehen, oder? Ach, noch einer, gibt uns bestimmt wieder einen Tipp. Oh, noch ein Fremder, der nicht zu den roten Kerlen gehört. Erst vorhin ist ein seltsam gekleideter Mensch in das Loch da geklettert. Du glaubst, das könnte deine Freundin gewesen sein? Lass mich nachdenken, wie sah dieser Mensch noch gleich aus? Also er war schwarz gekleidet, aber mehr kann ich dir auch nicht sagen. Sein. Okay, ich meine hinterher, weißt du? Na, der hier hopfen, machen wir mal. Okay. Kommen wir nicht vorbei. Na, warte mal. Nein, weg! Unten und nach da rein. Ach so, ach, geht nicht wegen der. Okay, ah, müssen wir von hier hinten wahrscheinlich machen. Okay. Das war dumm. Das war dumm. Das war dumm. Das war dumm von mir. Das war dumm von mir, ich weiß. So, warte mal nochmal. Wollte jetzt nicht rein, ne? Okay. Nein. Ach, war dumm. Kann man es da reinrollen in dieses Ding? Nein. Oh, komm schon. Okay, aber ich hab's fast raus, glaube ich. Aber Mann, der lässt es immer gleich los sein. Das ist natürlich dumm. Ich
Wieso treffe ich denn immer diese blöde Mauer da? Schon wieder? Jetzt aber. Ist tot? Ja, okay. Okay, das war natürlich. Das war natürlich lustig. Lustig gelöst. Eine lustige Idee. Das war echt lustig, muss ich zugeben. So, hier links. Ah, okay, jetzt müssen wir wahrscheinlich da Dinger. Jo. Ah, ist schon lustig gemacht, muss man sagen. Müssen wir nochmal machen. Oh nein! Nein! Warte mal, wir müssen. So, wir müssen ordentlich machen hier. Jo. Das war auch clever bei mir gelöst. So. Und Diamantchen gibt's auch noch. Okay, hier kann man nur wieder zurückkommen. Okay, das wollen wir ja gar nicht. Wollen wir doch schon hier unten links gehen. Oh, hier muss ich laufen. Okay, okay, habe ich nicht gesehen, habe ich nicht gesehen. Da muss ich schnell laufen. Okay. Na, warte. Ah, sie sind hier, sie sind hier. Oh, du bist ja gar kein roter Kerl. Musst du dich so anschleichen? Entschuldigung, aber letzte Zeit treiben sich in unserem Revier ganz schön viele Monster herum. Ich bin durch das Loch da hinten hierher gekommen, aber der Weg dahin ist jetzt durch die Lava versperrt. Aber sowas ist kein Problem für uns. Wir graben uns einfach darunter durch. Clever, was? Über das Loch, da könnte man die Lava auch abwiesen lassen, aber das ist nicht zu gefährlich. Okay, da müsste man wahrscheinlich die Bomben mitnehmen, oder was? Oder kann ich Bomben darüber rollen lassen? Das wird doch nichts, oder? Kann ich Bomben laufen? Muss ich erstmal testen. Nein! Oh, 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 oh. Okay, warte mal. Warte mal. Yes! Was ist das denn gewesen? Okay, jetzt kommen wir da hin. Ah, wir können mit diesem Puste-Ding wahrscheinlich da reinkommen. Okay, wo? Das war ihm zu gefährlich, jetzt können wir doch darüber rennen. Ne? So, guck mal. Oh, war das richtig? Ja, bestimmt. Ne? So, jetzt in der Höhle. Okay, speichern können wir da hinten, das machen wir auch direkt. Jeden Speicherort mitnehmen. Denn wenn wir sterben, dann wollen auch die direkt wieder zurückkommen. So. Da ist noch so einer. Unglaublich, die machen hier, was sie wollen. In unserem Revier. Ah, erschreck mich doch nicht so. Was ist deine Freundin von dir? Hier ist nämlich niemand vorbeigekommen, aber vielleicht ist deine Freundin ja da oben entlang gegangen. Aber kann ich irgendwo diese roten Kerle vertreiben? Ich kann das. Ah!
dir nochmal. Danke. Also, hänger da, ruck doch mal wieder neue hier. Wie ist denn das? Da oben der Typ. Okay, warte, müssen wir holen. Ja, ja, du alte Trödnase. Oh, warte. Oh. Super. Ich traue meinen Augen nicht. Alle besiegt. Ja, so kann ich. So kann ich das. Da oben ist eine Schutztruhe, wie komme ich da denn hin? Ach guck mal, da gibt es so eine Bohnenranke, die man da pflanzen kann. Man kann schon irgendwas pflanzen hier, ne? Das können wir natürlich noch nicht. Gehen wir mal zurück zu ihm, vielleicht kann er uns sagen, was wir machen können. Oh, du bist ja ganz schön stark, danke für deine Hilfe. Wie Mock mal, lass uns nicht lumpen, wenn uns jemand hilft. Hilf mir. Du warst auf Suche nach deiner Freundin, oder? Dann wärst du das hier sicher gebrauchen können. Du hast die Grabklauen erhalten. Drücke A, um mit ihnen in auffälligen Aussehen in Erdreich zu graben. Damit kommst du hier nach oben. Probier's doch mal ein Loch da aus. Ich hoffe, deine Freundin ist nicht den roten Kern in die Hände gefallen. Okay, warte mal. Hier unten war aber auch noch ein Loch. Da gehen wir das erste Mal hin. Du hast Eldin-Erz erhalten. Ein ultrarotes hartes Erz. Es glitzert. Lässt sich gut weiterverarbeiten. Perfekt für uns. So, nur die Sonne. Mehr können wir auch nicht graben hier. Okay. Oh, warte. Ah, da kommen wir noch nicht. Da komme ich aber nicht rüber. Von da oben aber irgendwie, ne? Müssen wir mal gucken, ob wir irgendwie mal reinspringen können. Dankeschön für die Handschuhe. Eldin-Erz. Okay, dann gehen wir erstmal hier längs. Mhm. Jetzt hoch. Ah, guck mal hier. Dankeschön fürs Herz. Die drin hat er nicht. Obwohl, warte mal. Okay, nur Münzen. Naja, nur. Die brauchen wir, ne? Aber hier noch ein paar. Alles mit. Die braucht das eh nicht mehr. Sie haben sich ein leckeres Feuerchen gemacht. Aber mehr gibt's hier nicht, ne? Aber ich kann da noch runter. Okay. Oh. Ach, dann lande ich wieder hier, okay. Ah, da gibt's bestimmt ein paar verschiedene Wege. Hm. Die Frage, ob man. Sollen die alle ausprobieren? Dann geh da mal hoch. Hoch da. Hoch da. Versuchen wir die andere Rutsche. Geht für dir woanders hin? Oh, ich glaube nicht. Das testen wir trotzdem mal. Nee, das geht beides runter, okay. Ja, okay. Gut, dann müssen wir einfach mal zum. Gehen wir die andere Richtung jetzt. Gehen wir hier längs. Okay, das ist so ein Heilpfeil. Oh. Na? Hast du mich erschreckt? Was gräbst du denn direkt über mir? Na ja, schon in Ordnung. Man weiß, wie man beim Graben findet. Das macht es so spannend. Natürlich findet man Rubine, aber auch harte Metalle oder Herzen. Wann immer du ein Loch siehst, solltest du drauf losgraben.
Hm. Geh nur rein. Haben wir auch gerade. Oh, guck mal. Perfekt für uns. Volle Herzenzahl wieder. Hm. Hier finden wir schon ein paar Rubine, finden wir ja schon hier. Aha, warte mal. Okay, so wird das jetzt mal. Ich muss ja mit den Bomben rollen. Bis sie das ausmacht, ne? Das ist das Problem. Also müssen wir hier irgendwo hingehen. Ne? Nein. Ach man, das war dumm. Ja, muss das immer machen. Das ist echt schwierig. So, dann drücken. Boah, das war echt schwierig. Mann! Hey, das ist auch, liegt auch ein bisschen an. Es liegt ein kleines bisschen auch an der Lenkung, finde ich hier so. Nein. Okay, aber diesmal, jetzt habe ich es, glaube ich, ein bisschen raus. Ja, bitte schön. Uncool, ne? Hat das alles fallen gelassen für mich? Ah, okay. Das habe ich natürlich gerne. Nimm auch die gerne mit. So. Müssen wir da eigentlich oben? Müssen wir den killen? Ja, okay, müssen wir. Haben wir jetzt hier irgendeinen Weg durchbekommen oder was? Ah, okay. Oder? Jo. Ich hab nichts drin. Da können wir aufbauen, das ist nicht gut. Können wir den vielleicht reinrollen? Nein, können wir nicht. Können wir hier nicht durch? Ja. Okay, müssen wir von der Bombe. Ist da irgendwie vorbei, aber wie? So. Aber kann ich hier nicht durch? Da kann ich es auch, okay. Versuchen wir das mal. Ah, oh, Mist. Reicht das? Oh, ne? Gut. Oh, warte, da war es drin. Gut, nehmen wir das Herz noch mit. Wer weiß, was uns gleich erwartet. Das Reinkrabbeln ist ein bisschen blöd, ne? Das
einen Enterhaken brauche ich, um die Sachen zu holen. Egal. So. Da rein? Wahrscheinlich. Ups. Und hoch geht's. Gucken, wo wir landen. Mhm. Ah, noch einer, aber diesmal grün. Gerade eben war hier noch jemand, der so ähnlich aussah wie du, mit schwarzen Klamotten. War das ein Kumpel von dir? Hier geht's nicht weiter. Aber das hat ihn nicht gebremst. Er ist einfach rübergesprungen. Was für eine Kraft. Respekt. Ja, die haben wir leider nicht. Aber... hier längs. Oder auch nicht. Hier waren wir ja schon. Das ist eine Abkürzung. Okay, also hier kommen wir wieder zurück. Müssen wir nicht wieder hingehen. Das wäre Quatsch, ne? Wir können wahrscheinlich... Oh, wir können auch rüberkommen. Mit der Brücke. Hey! Auserwählter der Göttin. Zelda ist nah, beeil dich. Okay. Vielen Dank für die Hilfe. Warte mal, hier geht's mal runter, sehe ich gerade. Ich bin frage, wo es da hingeht. Und längst wohin, okay. Okay, wir speichern erstmal hier, denn man weiß ja nie. Speichern. Danke. Was ist das hier? Den Bomben kaputt machen hier. Jo. Nee. Kann ich den Bomben hier rauflegen? Jo, das Ding. Mach nicht, ne? Nee, okay, müssen wir hier hochgehen. Da drüben geht's Bomben. Ja, da war noch was. Warte, hier war noch was. Ne, okay. Da ist, oh, da kann man die Bomben runterwerfen. Machen wir das glatt. Nein! Nein, das war ja dumm. Na gut, es ist auf jeden Fall auf, aber da wollten wir eigentlich nicht runter. Mal runterlaufen, wo kommen wir denn da hin? Achso, da kann man wieder zurückkommen. Okay. Können wir auch wieder hier hochkommen? Das wäre ein Highlight. Schauen wir mal. Okay, wir gucken, ob wir da auch noch hochkommen. Aber der hat einen Stein, den wird er bestimmt uns verschmeißen. Ma. Ich würde sagen, der ist zwar clever, aber nicht so clever ich. Okay, holt immer wieder einer neue. Wo ist der Tröter? Machen wir auf den Turm.
Aha! Danke, du Affe. Ja, war gut. Oder einfach. Machen wir so. So, hängen wir uns mal hoch. Gehen wir ein paar Herzen, oder? Okay, da geht's einfach nicht tief runter. Wo sind wir hier weg? So. Ups. Haben die was verloren eigentlich? Schade. Okay. Okay, warte, lass mal gucken. Da hochrennen. Oh, das wird eng. Oh. Hol dein Schwert raus! Ah, jetzt. Oh nein! Okay, der wirft die ganzen Steine. Hm. Was geht's? Okay. Genau, Time jetzt, ne? Oh ne. Hä? Nein! Nein! Das war dumm. Genau. Okay, wir brauchen trotzdem mal langsam Herz. Na ja, okay. Ah, guck mal da. Was sagen die beiden? Ja, sie müssen jetzt hier vergraben haben, aber ich finde nichts. Bist du dir sicher, das war hier, Perry? Und was suchen wir eigentlich? Den Schlüssel, den Schlüssel! Ah, okay. Sie haben den Schlüssel zu diesem Tor zerbrochen und Einzelteile versteckt. Und eines von diesen fünf Teilen muss hier sein. Fünf Teile? Eieiei. Oh, du hast diesen seltsamen Menschen mit den blonden Haaren gesehen, der hier hineingebracht wurde. Ja, bestimmt haben sie etwas Wichtiges versteckt. Und der Mensch war bestimmt Teil eines unglaublichen Plans. Ich wittere Schätze. Aber was machen wir mit den ganzen Einzelteilen des Schlüssels? Wir öffnen das Tor und reißen uns drin sämtliche Schätze unter den Nagel. Aber können wir uns nicht einfach hineingraben? Hm. Du bist ganz schön schlau. Okay. Ich gebe dich aber zu berichten, es könnte aus dem Gespräch mit dem Mokuma eine wichtige Information herausfiltern. Die eben erwähnte Setzung Gestalt, die weggebracht war, war in Schwarz. Die Wahrscheinlichkeit, dass es sich um die schwarzgekleidete Frau handelt, liegt bei 10%. Man schätzt zufolge war es Zelda, die weggebracht wurde. Okay. Wir brauchen diesen Schlüssel. Ich spüre, dass sich hier in der Nähe Fragmente aus diesem Material befinden. Fragmente sind für die Suche nach Zelda unabdingbar. Da habe ich es jetzt hier für die Aura-Suche festgelegt. Danke. So. Okay, ich buddel einfach mal hier. Das Gefühl, dass es nicht gut war. Okay, wir brauchen erstmal Leben. Da hinten sind ein paar Gestalten. Nein! Wie dumm war das denn? Und ich habe nicht mal gespeichert vorher, glaube ich, ne? Ich habe nicht mal gespeichert, weil ich nicht dahin gelaufen bin. Das war jetzt wirklich ziemlich hirnrissig, oder? Jetzt lass mich das fortsetzen. Okay, wir sind ganz hier hinten wieder. Okay, also kein Problem, wir kennen den Weg, ja? Wir können alles überspringen, machen das schnell jetzt. Oh, das war echt dumm von mir, gebe ich zu. Ach, guck mal, sind gar keine Gegner mehr, das ist ja super. Ich dachte, die wären alle wieder da.
Wenn sie nicht da sind, ist es natürlich noch besser für uns. Okay, schnell. Aber warte. Ah, runterlassen. Und hier jetzt noch ein bisschen, ne? Da, jetzt mal. Eine enge Kiste mit Energie, um hier hochzukommen, ne? So. Ja. Das speichern wir erstmal hier. Ja. Muss sein. Okay. Wie jetzt auch bei uns, warte mal. Ah, wir haben ein Fragment gefunden, okay. Wir haben noch vier. Kriegen wir die Bomben? Na, warte mal, was kann man hier machen? Ah, das war dumm. Das Problem ist, ich wollte den Turm da hinten wegspringen. Das müsste ja auch gehen. Nein! Naja. Das ist doch bekloppt. Warum machst du denn sowas? Na gut. Was ist das? So. Doppelte Zielscheibe. Okay, warte mal. Na los! Der Turm sollte explodieren. Hält er vielleicht beim Turm an? Wenn wir Glück haben? Ah, super. Und darunter kann man graben. Okay, das machen wir jetzt auch. Man kann cool rutschen. Okay, noch ein Fragment. Okay, so drei Stück. So, da geht's auch irgendwo hin, oder brauchen wir nicht? Okay. Okay, das bringt nichts. Weg! Da bringt es keinen Sinn. Oh, müssen wir irgendwie eine Bombe hinbekommen? Ich weiß noch nicht wie. Ich glaube, ich weiß wie. Oder? Jo. Warte mal. Ah, guck mal da. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das so klappt. Aber immerhin. Oh, guck mal, das ist ein... Ah, guck mal. Ein kleines Steinchen hier. Super. Tschüss. So, also wir gehen jetzt mal rüber ins Dorf, weil bei den Leuten werden wir auch noch etwas finden, garantiert. Ha!
Da ist er, okay, da brauchen wir, der braucht eine Bombe. Und. Ach, schade. Da komme ich nicht so schnell hin. Aber die Bombe muss da hin zu ihm. Ich frage, wie wir die da so schnell hinbekommen. Naja, es wird nichts. Da bin ich immer noch zu weit weg. Hm. Eine andere Bombe habe ich aber nicht gesehen hier, oder? Da! Aha! Hä? Was machst du denn? Du Heino-Paio. Der Heino-Paio. Hey, bitteschön. Geile Sound. Halt, da lag noch einer so unten. Din, din, din. Nimm alle mit. Okay. Da kommen wir hier einfach so rüber. Hier können wir an der Seite lenken, warte mal. Ah, da, herabhängen, okay. Okay. Okay, warte. Eins, zwei. Eng werden hier, oder? Ich hab ein bisschen grün hier, ne? Das schafft man, glaube ich. Ja, doch. Brücke! Die Brücke! Super! Dankeschön! Und jetzt graben wir mal. So ein bisschen Wolverine-Hände, ne? Die der hat. Finde ich. Das Viech, wer hat das da irgendwas geklaut? Wir brauchen. Ah, anscheinend nicht. Okay, ist aber nichts anderes, ne? Nö. Geht aber hier rein. Okay, hier ist wahrscheinlich ein bisschen heiß. Warum ist es immer so heiß da drin? Wollen wir so einen kleinen Fliegermann fliegen lassen? Und Feuer! Was hier drin ist? Okay, das bringt nichts. Die Bieter, ich habe dir das berichten. Die Luft in unserem Frühling ist extrem heiß. Löscher jetzt deine Kleidung dort fahren. 95%. Du kannst die Gebiet schnell durchqueren, indem du sprintest. Ich empfehle die Aura-Suche, um die richtige Richtung zu finden. Okay. Oh Gott! Oh Gott!
Mieter, in dem Moment du schon, stellt die Sechse mit einer großen Gefahr da auf und zeigt die Autos in diese Richtung nichts an. Bitte überprüfen, ob das wirklich richtig ist. Was? Oh. Guck, wie viel Leben ich verloren habe. Oh nein! Nein, das war blöd. Ich weiß, ich glaube, ich lade ganz unten jetzt oder was. Das ist ja behindert. Oh. Trotzdem blöd. Bin wieder im Arsch der Welt gelandet hier. Nicht schlecht, vielleicht landen wir wieder direkt ganz oben. Ah, okay, wir landen direkt wieder hier. Wie cool ist das denn? Okay, nochmal die Aura-Suche benutzen. Aber die zeigt mir überhaupt nichts an hier, ne? Nein, nein, nichts. Ich wollte die Aura-Suche haben. Okay, warte, wir müssen hier mal runter. Ah, runter. Jetzt muss ich hier einen anderen Weg finden hier. Um uns zu testen. Eine P! Ich mag den. Auf der anderen Seite kommen wir jetzt nicht rüber. Das ist das Problem. Also müssen den ganzen Weg nochmal. Na gut, machen wir das nochmal. Oh boah, da hätte ich noch. Ach, da hätte ich rüberspringen können wahrscheinlich. Na gut. Schauen wir erstmal die guten Sachen ein hier. Ah, ein paar Erze. Das ist gleich normal, oder? Ein Weg muss schon richtig der richtige sein, glaube ich. Ich frage nur welcher, ne? Aber so, jetzt versuchen wir mal das andere Ding links zu finden, zu schnappen. So. Haben wir Diamanten. Nein, ich hätte da hochkommen können. Oh, ärgerlich. Das war ja ärgerlich, wirklich mega ärgerlich, monster ärgerlich. Hm. Ist auch die Frage, ob ich überhaupt da hin muss, ne? Da sagt er mir irgendwas an. Nein, weg. Oh, Partei, ich drück dir mal wieder drauf, will ich gar nicht. Scheint da hinten zu sein. Dafür muss der. Okay, dafür muss der abgeflossen werden. Nein, weg! Ah, ich bin so dumm. Ab und zu bin ich echt dumm. So, nochmal. Mann! Das ist aber auch eine Kacklenkung zwischendurch, echt. Ich bin zu dumm für die Lenkung, kann auch sein.
So. Jetzt abfließen, dann können wir darüber, ne? Beziehungsweise müssen wir nochmal eine Bombe schmeißen. Oh, dann muss richtig rollen, okay. Na, rollt er da hin? Boah. So, da müssen wir auch mal rein. Da wird das Ding auch liegen. So. Noch ein Stück, jetzt fehlt noch eins, ne? Ne, es fehlen noch zwei, okay. Zwei fehlen noch. Okay, na, gucken wir mal. Okay, hier, warte mal. Da oben irgendwo. Mal gucken. Also muss ja irgendwo zu finden sein. Okay, lass uns einmal nach oben fliegen und dann gucken wir. Wir müssen hier auf jeden Fall reinlaufen. So, ich muss mal kurz gucken, ob ich das nochmal schaffe hier. Also, wie war hier auf die Seite? Dann lesen, gucken wir nochmal hier. Da irgendwie, ne? Da irgendwo. Dann lassen wir mal hier links so bleiben. So, dann gucken wir mal hier. Kann ich da rausspringen auf die Dinger? Das testen wir einfach mal. Ja! Okay. Cool, jetzt finden wir noch ein letztes Stück. Das muss irgendwo da hinten sein, aber es ist wahrscheinlich ein gutes Stück länger. Gut, nochmal runter. So, mal gucken. Irgendwo, aber wo kann das denn da sein? Zeigt ihr mir da drin an, ne? Aber. Jetzt kommt heute, was da irgendwo ist. Wie kommt man denn hier durch? Hab ich hier eine Bombe irgendwo? Die ich nutzen kann? Ah, hier. Jo. Eine Abkürzung, ne? Okay. So, sicherheitshalber speichern wir trotzdem mal kurz. Einfach aus dem einfachen Grund, falls wir es jetzt nicht schaffen sollten, wenn irgendwas passiert. Sind wir auf der sicheren Seite? Okay. Hier ist gar nichts. Irgendwas. So, wir müssen nochmal hier durch, glaube ich. Wo kann das letzte Stück sein? Das letzte Puzzlestück für uns. Nein, das ist aber weg ist. Hier unten irgendwo? Da sieht man doch eigentlich nichts. Das ist nur dieses Geröll.
einfach nochmal. Zeigt mir das irgendwo da hinten an oder muss ich hier noch runter? Vielleicht. Mal hier runtergehen. Da drüben vielleicht? Das ist da auch irgendwas. Das ist da auch irgendwas. Haben wir gerade eben gar nicht gesehen. Und geht's ja auch noch runter. Aha. Okay, okay. Könnte ja natürlich sein, dass da noch irgendwas kommt. Ja, das kannst du weg. Da kommen wir nicht rein. Hier ist nichts. Doch, da. Da zeigt er extrem an. Wie kommen wir da hin? Ich kann nicht in die Lava laufen. Muss hier irgendwas, irgendwo ein Abfluss sein? Vielleicht ist hier irgendwo ein Abfluss. Warte mal. Also ein Ding, was wir in die Luft jagen können, das abläuft, ne? Das nicht, ne? Da unten. Weg! Okay, warte mal. Was machst du denn da? Ich schaffe es nicht, da runter zu rollen bis zum Dings, oder? Doch! Da drin ist es, garantiert. Okay, müssen wir irgendwie hinkommen. Nein, nein! Nein, nein! Oh, dumm. Zur Höhle laufen? Schaffen wir das von hier? Ich glaube nicht. Ich glaube, wir laufen jetzt mal hier rüber. Dann laufen wir rüber zur Höhle. So, so das letzte Stück. Nicht mal da hoch. Vielleicht ganz hoch? Schaffen wir das? Oh, ja, Gott sei Dank. Gut. So, jetzt müssen wir erstmal hier nochmal speichern. Oh. Und dann gehen wir da rein. Tick-Tack, 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 Tick-Tack. Scheint heiß zu sein. Guck mal, so ein Nebel wie bei Dark Souls. Ich hab keine Angst. Ich hab keine Angst. Okay, das ist der Tempel des Erdlandes. Den machen wir aber beim nächsten Mal definitiv, weil den jetzt noch ranzureißen, das würde zu viel des Guten sein. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Und ja, vielen Dank. Bis dahin. Tschüss.